Sollst du deinen Hund chippen? Ist es notwendig? Ist es Pflicht? Folgendes solltest du wissen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Emin und ich bin Tierarzt und das Thema dieses Videos ist Chippen von Hunden. Ist es in Österreich und in Deutschland verpflichtend oder freiwillig, seinen Hund chippen zu lassen? Bevor wir jedoch weitermachen, empfehle ich dir, diesen Kanal hier unten gleich zu abonnieren und das Glöckchen zu drücken, damit du die nächsten Videos und hilfreichen Tipps rund um Tiergesundheit, das heißt Gesundheit von Hund und Katze, nicht verpasst. Und nun geht's weiter im Thema. Fangen wir nun mit der sehr wichtigen Frage an, ist es notwendig, beziehungsweise bist du verpflichtet als Hundebesitzer, dass du deinen Hund chippen lässt? Fangen wir zuerst mit Österreich an, denn hier ist das Ganze etwas einfacher. Das heißt, österreichische Zuschauer, aufgepasst. In Österreich ist es seit dem Jahr 2010 verpflichtet, dass alle Hunde ab dem dritten Lebensmonat mittels eines Chips gekennzeichnet werden und dass diese Chipnummer in eine Heimtierdatenbank registriert wird. Das heißt, dein Hund muss in Österreich einen Chip haben und dieser muss registriert werden. Für diese zwei Punkte bist du als Hundebesitzer in Österreich verpflichtet. Unten in der Videobeschreibung findest du noch einen Link, wo du genaueres nachlesen kannst. Nun kommen wir zu den Richtlinien in Deutschland, das heißt, deutsche Zuschauer, bitte kurz aufgepasst. Nun, hier ist das Ganze nicht so einheitlich, denn jedes Bundesland hat eigene Richtlinien. Manche Bundesländer verlangen, dass Hunde bestimmter Rasse gechippt werden, wiederum andere, dass Hunde ab einem bestimmten Alter oder ab einer bestimmten Größe, das heißt Widerristhöhe, gechippt werden. Leider konnte ich keine offizielle Seite finden, wo alle Bundesländer aufgereiht sind mit den entsprechenden Richtlinien. Was ich jedoch auf jeden Fall ganz klar sagen kann, wenn du mit deinem Hund ins EU-Ausland reist, dann bist du unabhängig von welchem Bundesland du auch kommst, verpflichtet, dass du deinen Hund chippst und dass dieser Chip auch registriert wird. Nun möchte ich auch ganz kurz auf folgende Fragen eingehen, die dich bestimmt auch interessieren. Nämlich, was ist der Chip und welche Vorteile hat dein Hund oder auch du selbst damit? Wie wird der Chip implantiert? Wie kann man diesen Chip registrieren? Und müssen Katzen gechippt werden? Das erfährst du jetzt in den folgenden Minuten. Was ist ein Mikrochip und welche Vorteile hat man damit? Ein Mikrochip ist ein reizkorngroßer Datenträger, welches es erlaubt, dass jeder Hund individuell gekennzeichnet wird. Damit kann auch jeder Hund identifiziert werden mittels eines Lesegeräts. Das heißt, wenn man ein Lesegerät nimmt und dies über den Mikrochip hält, dann wird ein Code abgelesen und wenn man diesen Code in eine Datenbank eingibt, kann man jeden Hund zu dem entsprechenden Besitzer zuordnen. Da kommen wir auch gleich zu dem großen Vorteil. Das heißt, wenn dein Hund verloren geht oder wegläuft oder wenn ein Hund gestohlen wird, dann kann man mittels dieses Mikrochips und nach einer Registrierung dieses Chips wieder den entsprechenden Besitzer finden und den Hund wieder zu dem Besitzer zurückgeben. Jetzt kommen wir gleich zur nächsten Frage, nämlich wie wird dieser Mikrochip implantiert? Das ist ein sehr kleiner Eingriff, ein Routineeingriff für jeden Tierarzt und ist vergleichbar mit einer Injektion. Es wird dieser Mikrochip mittels einer Kanüle in die Unterhaut eingelegt, platziert. Das heißt, es wird die Haut durchstoßen und einfach in die Unterhaut dann initiiert. Dort befindet sich dann der Mikrochip im Gewebe und verursacht keine Reaktionen. Dieser Eingriff ist deutlich weniger schmerzhaft als zum Beispiel die Kennzeichnung mittels einer Tätowierung am Innenohr. Nachdem der Mikrochip implantiert wurde, muss dieser auch registriert werden. Es müssen nun einige Daten von dir in eine Heimtierdatenbank eingetragen werden. Es gibt viele Heimtierdatenbanken wie TASO, IFTA, in Österreich Animal Data, Petcard und bei manchen kostet die Registrierung etwas, bei manchen wiederum auch nicht. Die Registrierung kannst du durchführen oder du lässt deinen Tierarzt diese Daten in eine Heimtierdatenbank eintragen. Womöglich stellst du dir die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich meinen Hund nicht chippe und nicht registriere?
Wie ich bereits einige Male gesagt habe, ist es in Österreich verpflichtet und in einigen Bundesländern in Deutschland. Wenn du dies nicht machst, dann kann in Österreich eine Strafe von bis zu 3.750 Euro auf dich warten. Also überlege es dir gut, ob du deinen Hund nicht lieber doch registrierst. Und falls du deinen Hund noch nicht registriert hast, dann informiere dich bitte in Deutschland und in Österreich. Mach das so schnell wie möglich. Nun kommen wir zum letzten Punkt dieses Videos, nämlich müssen auch Katzen gechippt und registriert werden? Und die Antwort ist, in Österreich und Deutschland müssen Katzen nicht gechippt und nicht registriert werden. Jedoch, wenn du mit deiner Katze ins EU-Ausland fährst, aus Deutschland ins EU-Ausland oder aus Österreich ins EU-Ausland, dann müssen Katzen gechippt und registriert werden. Falls deine Katze nicht verreist, solltest du dir aber jedoch trotzdem überlegen, ob ein Chip nicht Vorteile hat in die Richtung, falls deine Katze wegläuft, dass man sie identifizieren kann und zum Besitzer wieder zurückbringen kann. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir einiges erklären und einige Tipps mitgeben. Vielen Dank, dass du hier dabei warst. Ich würde mich nun über einen Daumen hoch riesig freuen und wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche dir gesunde Grüße und deinen Vierbeinern. Oh.